Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen TCG-Spezial. Und heute habe ich wieder was, was ich bisher noch gar nicht geöffnet habe auf meinem Kanal. Ja, ein Battlestar Galactica Collectible Card Game 2-Player Starter. Und ich finde erstmal schon der erste Eindruck ist einfach nur wow, ne? Hier haben wir eine wunderschöne Holo-Karte, die uns anlächelt quasi, ne? Und ich finde die Verpackung auch sehr interessant, ja? Das Ding ist auf Englisch, ich habe es auf Deutsch nicht gefunden und wir haben das Produkt hier aus dem Jahre 2006 von, jetzt muss ich hier mal gucken, ich kann das auch ein bisschen näher ranholen, Humanity's Fate is in your hands, Commander Adama leads the military might of the Battlestar Galactica to maintain the safety of the fleet. Es sind zwei Decks hier drin enthalten. Ja, wir haben hier auch die Internetseite WizKidsGames.com. Ich weiß nicht, ob die noch existiert oder nicht. Vertreiber ist hier auch WizKids Inc. Und ja, noch nie was von gehört. Ja, hier unten haben wir auch nochmal das Logo dieser Firma. Oh, hier ist auch das schöne, der grüne Punkt-Logo noch drauf, ne? Ist auch... relativ selten so auf Sammelkartenverpackungen, muss ich sagen. Ne? Ansonsten, wie gesagt, ich finde, das Ding sieht echt außergewöhnlich aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? So, wir haben hier eine Aufreißlasche, wir werden das jetzt hier auch gleich mal öffnen. Und dann bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Ne? Also ja, wir haben ja hier schon eine Karte gesehen, die hier so ein bisschen raus scheint. Na, oh Gott, das öffnet sich aber recht schwierig hier heute. Erstmal die Folie hier beiseite. Die Decks selbst sind auch nochmal einfoliert, kann man ja hier schon so ein bisschen sehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das unbeschadet öffnen hier, weil ich heb mir die Packung immer so gerne auf, ne? Ist gar nicht so einfach, kann ich euch sagen. So, hier oben ist das Ganze nochmal verschlossen. Also echt eine schöne... Ach, Leute. Die Karten sind auch so geformt, ne? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Also das ist ja Hammer. Wirklich. Habt ihr schon mal ein Kartenspiel, ein Sammelkartenspiel gesehen, wo die Karten so eine Form hatten? Also ich noch nicht. Das ist wirklich... Für mich das erste Mal. Ja, Booklet ist jetzt natürlich auch in dieser Form hier, ne? Dann ist ja auch kein Wunder, dass die Packung hier so ein... solche Ecken hat. So. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Quick Starter Rules. Also man kann im Grunde das Spiel mit diesen vorgefertigten Decks gleich anfangen zu spielen. Ne? Die sind in einer bestimmten Reihenfolge hier drin. So habe ich das jetzt verstanden. Wir haben hier leider ziemlich viel Text und relativ wenig Bilder. Ne? Also ich habe auch keine Ahnung, wie man das hier spielt. Hier ist auch das... Hier sind nochmal die Decks aufgelistet. Kann ich euch gerne auch mal zeigen. Start each decks with each deck stack with the number one card face up. Also, hier ist auch die Reihenfolge der Karten. Ja. Und auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, dass keine einzige Karte doppelt ist. Was ich auch sehr cool finde. Doch, hier. Halo ist dreimal, viermal drin. Ja, Investigation sehe ich auf der linken Seite, ist auch zweimal. Ja, gut. Ich würde sagen, wir gucken uns die Decks einfach mal an, ne? Bevor wir jetzt hier... jetzt habe ich das falsch zusammengefaltet, bevor wir da jetzt uns in der Anleitung verlieren. Und hier haben wir eine farbige Anleitung auch nochmal, eine bebilderte Anleitung. Das finde ich auch immer cool. Bringt für mich... Oh, ist aber echt schief geschnitten hier, ne? Guckt euch das mal an. Das bringt für mich immer so ein paar Pluspunkte mit, ne? Wenn man hier sich tatsächlich die Mühe gemacht hat, so ein bebildertes kleines Booklet mit beizufügen, ja. Von daher, ich habe davon auch noch nie was gehört. Also ich habe das durch Zufall jetzt bei der letzten Bestellung, ah, oh, hier haben wir schon einen Spoiler mit den Karten, ne? Wollte ich eigentlich gar nicht sehen. Ich habe das durch Zufall entdeckt bei der letzten Bestellung in meinem Kartenshop. Eigentlich wollte ich bloß mal nach ein paar Boostern wieder gucken für meine Boostersammlung. Ja, da habe ich mir auch ein paar bestellt. Da überlege ich auch, ob ich da so ein kleines Nebenformat auf meinem Kanal mache, indem ich euch da die Neuzugänge immer präsentiere. Ne?
Ja, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Neuzugänge in meiner Booster-Sammlung oder ob ihr sagt, ach nee. Kannst du knicken, kannst du dir sparen. So. Ja, hier ist auch wieder eine Aufreißlasche, aber irgendwie ist die schon sehr alt und geht nicht. Okay, oh, die ist, guck mal, entweder bin ich geladen ohne Ende. Die geht nicht ab, ne? Geh doch mal weg, Mann. So. So, wie hält man die denn jetzt hier? Die ist ja, also die ist ja quergedruckt hier, ne? Haben wir den Fokus jetzt hier auf dicht? Ja, so einigermaßen. Also wir haben hier die Galactica, eine Base-Karte. Hand 4, Influence 9, Exhaust Target Player loses 1 Influence. Und hier haben wir ein Schild mit 6 drauf. Schöne Holokarte. Oh, wir haben noch eine Holokarte. Sehr nice. Ja, ich finde, wenn in Starter-Packs Holokarten drin sind, ne, finde ich das immer sehr ansprechend. Die ist jetzt wieder richtig rum. Kolonial Viper 113, ein Fighter. Und das ist auch ein echt schöner Holo-Effekt, muss ich sagen. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Für ein Kartenspiel von 2006 ist das hier Hammer. Ja? Oder? Was meint ihr? Noch eine Holo. William Adama. Ja, der Holo-Effekt hier, der erinnert mich jetzt gerade extrem an Flesh and Blood-Karten. Ja, aus dem relativ neuen Sammelkartenspiel. Ich hoffe, ich nehme hier immer nur eine weg. Die fühlen sich relativ dick an. Hier haben wir Fire Support, Military. Dann Raptor 227. Schöne Karten hier, wirklich, ne? Alleine die Form ist schon ein Highlight. Crashdown, Alex Quartaro? Nee, Quartararo. Um Gottes Willen. Ein Officer. Das sind hier alle schon Schauspieler aus der neueren Serie, ne? Nicht aus der alten. Die hat mich auch nicht wirklich, ja, abgeholt, muss ich sagen, die neue, ne? Also die alte Serie habe ich ja doch hier und da mal geguckt früher. Achso, jetzt habe ich das hier gar nicht vorgelesen. Wir haben hier Skirmishing Raider Zylon Fighter. Und das war ja der Typ hier, genau. Ja, sorry, habe ich gerade verpasst, weil ich so ein bisschen am Quatschen war hier schon wieder. Raptor 227 Scout. Shuttle Diplomacy Political. Raptor 563, auch wieder ein Scout. Raptor 227 Scout. Dann haben wir Skirmishing Raider Cylon Fighter. Da haben wir doch einige doppelt, ne? Colonial Viper 113, haben wir die Karte Non-Holo. Dann haben wir hier nochmal den guten Alex. Fire Support, ja, hatten wir auch schon. Raptor 563 war, glaube ich, auch dabei. Colonial Viper nochmal. Condition 1. Eine Eventkarte. Dann hier nochmal Shuttle Diplomacy, Mission Karte. Patriotic Soldier Officer Personal Karte. Mich würde auch mal interessieren, ob es dieses Kartenspiel auf Deutsch gibt oder nicht, ne? Star. Was? Sharpshooter Officer. Okay. Investigation. Ah, das sind hier. Genau. Die Blonde kenne ich. Die ist, glaube ich, auch wie so ein. Ja, wie sagt man, ne? Wie dieses Titelbild. Also ich bringe die blonde Frau, bringe ich hier mit dem neuen Battlestar Galactica in Verbindung. Also mit dem neueren. Ja, so neu ist das ja nun auch nicht mehr. Nochmal Investigation. Colonial Viper 113. Nochmal Alex. Dann haben wir hier nochmal Condition 1. Raptor 563. Raptor 563. Raptor 227. Oh, das waren zwei. Ich hoffe, dass ich keine übersprungen habe. Hier ist nochmal Alex und Sharpshooter Officer, die letzte Karte vom ersten Deck. Ja, insgesamt muss ich wirklich sagen, schöne Karten, ja. Also die Form finde ich immer noch total faszinierend hier, ne. Oh, sorry, ihr könnt das ja gar nicht genau sehen. Also wirklich nice. Gefällt mir sehr, sehr gut, ne. So, kommen wir zum zweiten Deck hier.
Auf der Rückseite steht übrigens Battlestar Galactica BSG 75. Ich kann euch das aber auch gleich nochmal in der Aufnahme zeigen. Diesmal bin ich nicht geladen. So, ja, hier habt ihr mal einmal die Rückseite für den, den es interessiert, der das gerne mal sehen wollen würde. Und ja, dann kommen wir zum zweiten Deck. Da haben wir jetzt Colonial One. Ja, auch wieder ein richtig genialer Holo-Effekt hier, ne? Sehr nice. Das Artwork ist ein bisschen schwammig, ja, aber ist trotzdem schöne Karte, schöne Holo-Karte hier. Laura Roslin, Madame President, Politikin. Auch eine Personalkarte hier wieder am Start, ne? Und auch wieder so ein richtig schönes Holo-Bild hier. Mann, haben wir im anderen Deck auch bloß zwei Holo-Karten gehabt? Waren da nicht drei? Mal gucken. Ja, da waren drei. Sehr eigenartig. Und die Event-Karte hier hat einen leichten Schaden. Ihr seht es da oben, ne? Bin ich ja jetzt schon so ein bisschen enttäuscht. Oder haben wir einen übersprungen? Nee, haben wir nicht. Ja, also hier oben, da ist ein derber Knick drin in der Event-Karte hier. Kann aber sein, dass die Holo-Karten hier vielleicht noch anders sortiert sind. Also die Karte ist gerade, aber irgendwie ist da ein kleiner Schaden drin. Raptor 342, Scout, Billy Kaikaya, Press Secretary, Shuttle Diplomacy, den hatten wir hier auch schon, Colonial Shuttle Transport, schönes Artwork hier, wirklich, also gefällt mir gut. Luxury Liner, Transport, Billy Kaikaya, Press Secretary, Politikin, dann haben wir hier nochmal die Shuttle Diplomacy, Political, Presidential Candidate, ja, der hat aber... Also erstmal ist das Artwork, sieht aus, als wenn es vom Fernseher abfotografiert wurde, ne? Sehr schwammig und ja, der hat richtig Bock auf sein Amt, würde ich mal sagen. Luxury Liner nochmal hier. Press Secretary Billy Kaikaya. Outmaneuvered. Oh, ich hoffe, ich spreche das immer richtig aus. Ja, die englischen Begriffe sind ja teilweise immer so ein bisschen, ja. Press Junket. Raptor 101, Luxury Liner, Raptor 101, Helo, Carl Agaton, Officer. Die sehen alle so mitgenommen aus im Gesicht, ne? Also, ist mir vorhin bei dem anderen Typen ja auch aufgefallen. Wie hieß der doch gleich hier? Alex, ne? Quartararo. Der, achso, ihr seht das gerade gar nicht, ja, Crashdown, der sieht auch, ja, total vernarbt aus im Gesicht, ne. Raptor 342, nochmal Carl Agaton, Helo, nochmal Condition One, ja, haben wir im anderen Deck auch schon drin gehabt, Press Junket, Colonial Shuttle Transport, Luxury Liner, Presidential Candidate. Aber echt nur zwei Holo-Karten hier in dem Deck, ne? Condition One. Billy Kaikaya, Press Secretary. Nochmal Carl Agaton. Und die letzte Karte, Laura Roslin, Madame President. Ja. Insgesamt, finde ich, ist das ein schönes Deck. Ein schönes Zwei-Spieler-Starter-Deck. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde die Kartenform hier immer noch echt, echt nice, ja. Also das, da bin ich wirklich sehr begeistert von. Und ich mag auch den Holo-Effekt der Karten. Ne? Das ist ja für mich immer, ihr wisst, immer schon sehr, sehr wichtig. Wenn ein Deck oder generell, wenn Sammelkartenspieler schöne Holo-Karten haben, ne, dann finde ich das genial, dann finde ich das ansprechend. Und bei denen hier kann man wirklich sagen, da stimmt der Holo-Effekt. Ne? Hier stimmt die Kartenform, die ist sehr außergewöhnlich, sehr interessant und ja. Ich finde es echt faszinierend, dass das hier auch total an mir vorbeigegangen ist. Ne? Ich habe davon noch nie was gehört und habe das echt nur durch Zufall entdeckt bei meinem letzten Kauf. Aber ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt, ob ihr das mal gespielt habt, ne? Wie das so ist. Und ja, vielleicht gibt es davon auch Displays. Ich habe keine Ahnung. Ne? Wie gesagt, ich habe
zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier nichts weiter dazu gefunden. Aber ja, ich finde es trotzdem faszinierend. Dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Ja, und ihr kennt das, ne? Wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.